Neben mir im Zeitalter das Superman, mein persönliches Batman, deshalb frage ich ihn immer, what would Batman do? Für André ist es Mary Meeker, deshalb fragt er sich, what would Mary Meeker do? Und wird euch an diesen Gedanken jetzt teilhaben lassen. Wohl wahr, wohl wahr. Wer kennt denn Mary Meeker? Also jetzt, ja, alle denen, die hier jetzt so arbeiten, sagt euch das gar nichts? Das ist halt voll krass, ne? Also, nee, weil die halt schon so in Amerika, das ist halt so die Internetprophetin. Ne? Die arbeitet bei irgendeiner Unternehmensberatung mit 8 Kürzel, die kommen dann nachher. Und einmal im Jahr kommt sie auf eine Konferenz und dann sagt sie, wie das so läuft mit dem Internet. Und dann kommt sie mit 270 Slides, das sind nur Grafiken, also Diagramme, also so Kurven und so. Das ist echt bitter. Aber die erzählt dann halt total lustige Sachen dazu. Die hat es jetzt gerade vor 2-3 Wochen wieder gemacht und es ist immer ganz interessant, was sie so erzählt. Weil die oft auch so volkswirtschaftlich-ökonomische Zusammenhänge herstellt und das ist schon relativ spannend. Ich kann nur empfehlen, das Video mal anzugucken. Es gibt ein Video, ich glaube, es geht 2 Stunden, da geht sie halt über 270 Folien drüber und erklärt dazu was und macht dann eine geile Story draus und das ist schon ganz spannend. Ich habe jetzt nur meine Favorites plus ein bisschen drumherum mitgebracht. Um euch so ein bisschen zu vermitteln, was da gerade so passiert und was oft auch Grundlage für unsere Arbeit in unseren Projekten ist. Genau. Also der ist eigentlich nicht, der ist nicht Mary, der ist Mary with Mika. Mary with ihre Freunde, also, ne? Wisst ihr. Also, erstmal hat sie gesagt, ey Leute, Party ist vorbei, das mit dem Internet, da geht gar nichts mehr. Ne? Wir haben Stagnation, also, das sind da 270 Lo-Folien, ne? Die wieder durchknallt da in den Vortrag. Hier zum Thema Visualisierung und so, ne? Gibt auch Pie-Charts. Also sie sagt halt, boah, also jetzt neue Nutzer fürs Internet, das ist eigentlich durch das Thema, die ganze Welt ist jetzt online, die noch nicht online sind, die können halt gerade noch nicht, weil halt in ihren Ländern Krieg ist oder schwierig mit Internet oder so, da passiert nicht viel. Wir haben da eine Stagnation und keine Sau kauft mehr Smartphones. Thema ist durch. So. Alle haben jetzt 1 oder 2 oder 3 oder 4. Smartphone-Shipments, das sieht man hier so quasi, stagnieren, kein Wachstum mehr. Sieht es auch in dieser Grafik besser, aber die andere ist halt dramatischer. Das ist so ein bisschen wissenschaftlicher, aber ist auch hier so, okay, wow, Wachstum, und dann keine weiteren Smartphones mehr verkauft. Sie sagt, da ist der Ofen aus, also die Leute sind jetzt mal connected dieser Welt. Genau, also das ist noch wichtig, ich mache das nicht sehr wissenschaftlich hier gerade, aber sie guckt sich halt immer Amerika-Daten an und Weltdaten. Also es ist nichts spezifisch für Deutschland dabei. Aber wie wir ja wissen, alles was in Amerika passiert, passiert irgendwann auch bei uns. Von daher, ich gucke mal ein bisschen in die Zukunft. Genau. Aber wir sind halt alle voll süchtig nach diesem Internet. Und das misst sie halt in der Zeit, die wir jeden Tag da online verbringen. Und das wird halt immer mehr, immer mehr. Und große Überraschung, vor allem wegen dem Handy. Ne, weil wir halt am Handy hängen den ganzen Tag. Es wird auch immer, immer mehr und immer intensiver, dass die Handynutzung eben zunimmt. Das heißt, dieses Thema Mobile First, das ist so lustig, das sagen wir immer alle und es ist so, no. Google das halt. Nicht anmelden lassen, André. Ich glaube, die ist so wichtig, die hat ein eigenes Wikipedia-Profil. Da kann man das dann nachlesen. Da sieht man wie Kleiner Partners und eben Kleiner Perkins und Partners heißt die Agentur von denen. Ja, immer mehr im Internet. Hier, das ist quasi 6 Stunden am Tag Single Nutzung, also quasi ohne Double Screens. Und das merkt man auch daran, dass eben diese Big Player halt immer mehr Umsatz tatsächlich pro Nutzer machen. Das ist ja bei Facebook jetzt eine neue Währung, Umsatz pro Nutzer in den verschiedenen Umsatzbereichen. Und auch hier sieht man, dass da eben ein klarer Aufwärtstrend ist, dass eben immer mehr Geld pro Nutzer gemacht wird. Ihr seht es da von 2015 bis 2018 jetzt, hat sich das quasi verdoppelt, was die pro Nutzer an Erlös generieren bei diesem Facebook. Dann, also jetzt kommt, wir haben quasi die ersten 3 Folien gesehen, dann haben wir quasi Folie 37 bis 40 gesehen, jetzt sehen wir irgendwie Folie 70 bis irgendwas, dass einfach jetzt wirklich Disruption da ist und ganz krass. Zum Beispiel, dass E-Commerce immer noch exponentiell wächst. Also das hat sie jetzt so auch gar nicht vorhergesehen letztes Jahr. Sie dachte, ja, das ist eigentlich ganz entspannt alles, aber wir haben immer noch eine weitere Beschleunigung in der E-Commerce-Umsatz-Wachstumszahl, während mittlerweile tatsächlich im physischen Commerce ein Rückgang in Amerika sichtbar ist. Also wirklich, es wird weniger in lokalen Läden
gekauft. Das ist so was, wenn wir in Deutschland in Projekten sind, sagen wir immer, ja, so schlimm ist das noch gar nicht und doch, ist jetzt so schlimm. Aber jetzt ist echt so, jetzt muss man langsam halt echt gucken, dass man die Kohle, die man lokal verliert, online wieder zurückholt, weil die Leute weniger in die Ladengeschäfte laufen. In Amerika ist es einfach jetzt mittlerweile hardcore nachweisbar. Die spüren das jetzt konkret. Und das ist deren Seitenhieb oder deren kleiner Remark zum Thema DSGVO. Die haben gesagt, also diesen Monat wird die Europäische Union hier anfangen, den Leuten mehr Kontrolle über ihre Daten wieder zu geben. Und ich finde den letzten Satz schön, kann man schon machen, ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss es nur genau angucken und wenn es scheiße läuft, sagt man es vielleicht wieder ändern. Das ist der letzte Satz. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt genau passiert. Die Katja ist gerade gegangen, gell? Ich war heute quasi 6-7 Stunden in der Führungsakademie Baden-Württemberg und habe Führungskräften des Landes das Internet näher gebracht. Und das war deren Hauptthema, die DSGVO, wie wichtig das ist. Die haben das gar nicht lustig gefunden. Um es rückgängig zu machen, fand ich gar nicht toll. Aber das sehen auch die in Amerika sehr kritisch und sagen, hey, stellt euch mal darauf ein, dass das vielleicht nicht so geil läuft bei den Konsumenten, wenn die auf einmal gar keine Services mehr bekommen von euch, gar keine Daten mehr zur Personalisierung genutzt werden können. Könnte auch sein, dass es nach hinten losgeht. Dann ist sie mal bei Folie, keine Ahnung, 120 bis 125. Sagt sie, das ist krass, wie die großen Player immer noch größer werden. Also sie stellt insgesamt in der Präsentation fest, dass die Großen immer, immer größer werden. Und die Geschwindigkeit, die mit der Amazon, Facebook, Google und Co. sich weiterentwickeln, wird immer krasser. Deren Marktmacht wird immer prägnanter. So, die sagen halt, die fangen mittlerweile, also sie erklärt so, die haben so einen Wettbewerb, so echt so ein Star Wars auf ihrer ganz eigenen Ebene. Da mischt auch kein anderer mit. Sodass jetzt Google in den Bereich Commerce reingeht, weil man halt über sein Google Home Sachen bestellen kann, weil die Shopping-Daten haben. Und dass jetzt Amazon ein eigener Werbekosmos ist, sagt sie, hey, da gibt es gar keinen Wettbewerb mehr. Die haben alle so abgehängt, das dauert Jahrzehnte, bis da irgendjemand irgendwie mitmischen kann, dass die in ihren eigenen Plattformen jetzt so expandieren können. Das ist totaler Wahnsinn. Denen ist auch mittlerweile total egal, dass es keinen neuen Internetnutzer mehr gibt. Weil die haben so viel von unserer Zeit, also von uns allen, dass die mit uns ganz neue Geschäftsmodelle vorantreiben können. Ich sage, so, das ist halt so. Viel Spaß. Die Monster, die wir da geschaffen haben, sind jetzt halt einfach da und die machen jetzt auch, was sie wollen. Genau, sieht man auch hier, dass Facebook mittlerweile fast alles machen kann, egal was die mit unseren Daten machen und wo die aus Versehen veröffentlicht werden oder nicht. Sowohl die TKPs, also die Click-Through-Rates und auch die Kosten per Klicks bei Facebook geht einfach hoch. Also die verdienen einfach immer mehr Geld, weil wir da halt einfach so viel unserer Zeit verbringen. Was ganz spannend ist, also die hat nur ganz wenige Folien über das Thema Werbung gemacht. Und das sind jetzt alles, was ich euch jetzt zeige, ist nur aus dem Werbesegment. Und das fand ich halt relativ krass. Internetwerbung wächst gleichmäßig. So irgendwie, da passiert es gerade nicht mehr so wahnsinnig viel. Wir hatten da, seht ihr ja, Jahre des krassen Wachstums, wo wirklich ein großer Shift stattgefunden hat, von TV, von Print eben ins Internet. Und da sagt sie, das hat jetzt quasi so eine Balance gefunden. Ne? Die machen immer noch Werbung im Print, die machen immer noch Werbung im Fernsehen, immer noch im Radio und in Online. Und was jetzt passiert, ist eigentlich so eine Nivellierung zwischen den Gattungen. Und da hat sie sich mal angeschaut, Aufmerksamkeit im Sinne von quasi Zeit, die wir im Medium verbringen und Werbedollars, die in diese eigenen einzelnen Medien reingehen. Ganz links, okay, save the best for last, vergessen wir mal ganz links, ganz rechts. So, wir haben in der Mitte Radio, TV, Desktop, eigene Balance, das passt so halbwegs, sieht man ja auch an den Balken, das ist noch nicht so weit auseinander. Wir haben auch eine relative Stabilität, also so quasi bei TV geht beides ein bisschen runter, bei Radio sieht man, okay, vielleicht geht die Werbung ein bisschen weiter runter, Desktop ein bisschen mehr Werbung als Eyeballs, aber die echten Diskrepanzen sind in Print und Mobile. Also ganz links Print sieht man, 4% quasi der Zeit, die wir mit Medien verbringen, ist noch in Print, aber 9% der Werbebudget sind da noch. Und ganz rechts, 29% der Zeit auf Mobile Screens und nur 26% der Werbung dort. Und dann hat sie gesagt, nächstes Jahr wird es einfach so flupp gemacht haben und dann ist die Werbung komplett mobile. Und Print ist so, ist dann halt weg. Das wird für unsere Kunden krass. Also wir haben viele Printkunden und denen, ich habe denen die vorher nicht gezeigt, aber das müssen wir denen halt irgendwie schon beibringen, dass das jetzt in Amerika so ist und wir das für Deutschland auch befürchten müssen.
dass das ein ganz schneller Shift stattfindet, weil eigentlich alle anderen Kanäle ausgeglichen sind, außer eben Mobile versus Print. Und die Werbekunden, das merken wir auch in den Gesprächen, sagen halt, die 750.000 Printwerbung müsste es noch sein. Und dafür ist dann ganz schnell mal 400.000 Euro geschiftet. Das ist für den Kunden gar nicht schlimm, das Geld ist eh weg, aber für den Verlag ist es halt schlimm, wenn das Sekunden machen, das sind für die 4 Millionen, das merken die, also direkt. Das ist, also dabei, das ist eigentlich so meine Boah-Folie, so krass. Okay, das hat mir sehr deutlich gemacht, dass da ganz schnell jetzt, also nicht das, was passieren wird, das passiert schon seit Jahren, sondern dass das jetzt ganz schnell geht, da habe ich echt, also ja, das ist krass. Genau. Und dann hat sie noch so ein bisschen angeguckt, physische und digitale Welt und wie das miteinander zusammenhängt. Und sie hat gesagt, naja, man hat gesehen, durch diesen gesteigert, also diese hohe Transparenz online, haben wir einen ganz starken Wettbewerb. Und der starke Wettbewerb hat Preise gesenkt und Services verbessert. Passiert halt. Wettbewerb heißt, muss billiger sein und besser sein. Das passiert auch gleichzeitig und ich muss meistens beides gleichermaßen machen. Und sie sagt jetzt, naja, und das passiert jetzt auch in der echten Welt. Blöd. Jetzt müssen sie sich ein bisschen mehr anstrengen. Langfristig hat sie halt gesehen, dass, ja, ist halt so, hat sie gesehen, online sind die Preise langfristig schon gefallen, das merkt man auch stationär, aber Preisrückgang ist quasi nur eine Seite von der ganzen Medaille. Es gibt ganz viele andere Bereiche, auf die sich das auswirken wird. Sie hat dann so ein paar Beispiele generiert, dafür ist mal einer, und zwar den Kostenvergleich eines echten Autos versus, ich mache einfach alles mit Uber, also den Taxi-Service auf der App, so mit den Privatfahrern. Man sieht halt in New York, spare ich halt im Monat, hier, was sind das, 60 Euro, nee, 80 Dollar, Entschuldigung, wenn ich halt Uber habe und kein Auto mehr. Das wird man jetzt auch bald merken, weil das merken die Leute. Das ist ein ganzer Komplex in der Präsentation, wo sie zeigt, wie sich die Einkommensverhältnisse entwickelt haben und wie das dann quasi Auswirkungen haben wird auf die Ausgaben, die Leute machen werden. Genau, und dann, auch ganz spannend, sagt sie, dass immer mehr Geld im Augenblick in Amerika in das Gesundheitswesen fließt. Das ist ja dort weniger reguliert als bei uns. Da gibt es ja so Krankenkassen, das in dem Sinne für uns halt nicht. Da bin ich viel mehr selber, also mehr privat versichert oder gar nicht versichert. Ich muss halt selber meine ganzen Arztrechnungen sozusagen, Arztrechnungen zahlen. Und da hat sie mehrere Beispiele einfach rausgesucht, wo man sieht, dass da jetzt einfach dadurch, dass die Kosten steigen, die Leute mehr darauf achten, was sie eigentlich machen mit ihrem Geld im Gesundheitsbereich und dass dadurch auch ganz neue Dienstleistungen entstehen. Zum Beispiel One Medical ist halt echt ein Arzt-Franchise. Also stell dich mal vor, ihr fahrt mit dem Dr. Müller, sondern ihr fahrt dazu One Medical. So wie wir zum Aldi fährt. Ja? Oder das Oscar-Ding, das ist eine Versicherung. Da habe ich ein Health-Team, das ich über eine App oder per Telefon immer anrufen kann. Das sind immer die gleichen Leute, die kennen mich. Ich bin eine virtuelle Arztpraxis, die wissen genau, was Sache ist. Und die sagen dann, also, okay, Sevi, du musst jetzt mal zum Arzt fahren, dein Bein sieht gar nicht gut aus. Das würden sie dann halt irgendwann dir mal nahelegen, wenn du dich Bilder schickst. Dann sagen die, hey, hier ist eine Ärztin, die würde ich dir empfehlen. Aber ganz lange würden die dir einfach sagen, leg es halt hoch, stell es ruhig, mach Anika drauf oder so. Ja? Das ist ganz interessant. Capsule ist eine Online-Apotheke. Und ganz geil ist, in Brasilien gibt es einen Service, hat sie auch da reingepackt, der heißt Dr. Consulta. Und da kann ich dann quasi meine Symptome eingeben, dann wird eine Diagnose prognostiziert und dann suchen die den billigsten Arzt in meiner Umgebung. Das ist an die anderen beiden Beispiele kann ich mich gerade nicht erinnern, aber das ist auf jeden Fall sehr lustig. Und gesagt, ja, das wird halt immer mehr kommen, weil die Leute, die geben immer mehr Geld aus. Das ist Money out of the pocket, das ist Geld, das denen gehört, das weggeht. Deswegen gucken die immer mehr, was sie für ihr Geld bekommen. Und deswegen können da ganz neue Services entstehen. Und dann, als auch, glaube ich, für mich letzte Folie, hat sie einen ganz langen Teil über Volkswirtschaft. Sie zeigt, wie zum Beispiel die Erfindung von Flugzeugen sich ausgewirkt hat auf die Lokomotivführer, es wird immer weniger Lokomotivführer, immer mehr Flugzeugführer und so, und hat sie so mehrere Zusammenhänge gebracht über die letzten Jahrzehnte. Und irgendwann sagt sie aber, naja, es sieht halt de facto so aus, dass unser Bruttosozialprodukt immer weiter wächst, unabhängig von der Beschäftigung. Also das war ganz lange nicht so. Je mehr Menschen beschäftigt waren, desto höher war das Bruttosozialprodukt.
Und jetzt ist es entkoppelt worden. Das heißt, wir können immer produktiver werden, und dass mehr Menschen beschäftigt sind. Und das wird sich natürlich für die, die nicht beschäftigt sind, ganz blöd auswirken, weil die auch gar nicht mehr beschäftigt sein müssen. Für die gibt es einfach keine Arbeit mehr. Das ist blöd, findet sie. Und das sind so die wichtigsten Sachen, die ich da mitgenommen habe aus der Präsentation. Ich kann gerne noch den Link dazu posten zu den ganzen 270 Folien. Das ist echt krass. Guckt euch das Video an, dann erzählt sich das noch dazu. Das ist auch echt ein Slidestorm wie vom Tanda. Also geht es halt durch, muss man echt aufpassen, vorher vielleicht einen Kaffee trinken. Und dann lernt man was. Genau. Und wir dachten, da das ja in Deutschland so unbekannt ist, erzählen wir euch mal, dass es überhaupt gibt, und vielleicht könnt ihr was mitnehmen davon. Tada! Zu Kiba. Weil jetzt ja doch wieder irgendwie so ein bisschen die Roboter-Diskussion aufgekommen ist. Dann stelle ich wieder meine Datenfrage. Also die eine Statistik über versus das eigene Auto, da ist ja jetzt wirklich die Frage, wen hat die gute Frau eigentlich befragt oder wo hat sie Daten her? Weil ich meine, wenn man in New York lebt, kann es halt sein, dass man nie die Stadt verlässt und immer nur quasi mit Uber dann versucht es zu leben. Im Vergleich zu der Frau. Oh boy. Ja. Car commute costs include gas, maintenance, insurance, parking, commute distances are from 2015 Brookings Analysis. Also es ist alles wissenschaftlich. Das ist so klein und so hell geschrieben, das kann nur der Wissenschaftler sein. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist so ein bisschen unseriös. Also ja, das ist Amerika. Transparenz muss schon irgendwo da sein, weil ich meine, dieser Spruch, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ja, hat schon so einen langen, was weiß ich. Aber wenn du 270 Folien hast, kannst du nicht jede erklären. Aber okay, jede Folie hat so einen langen grauen Text unten drunter. Guck mal genau hin. Siehst du das? Ja. Also sie erklärt überall, wo es herkommt. Also ich habe jetzt mal quasi, ich würde jetzt mal einfach vertrauen und sagen, okay, die macht keinen groben Scheiß. Und die will natürlich auch plakativ sein, aber das ist auch Amerika. Also aber zum Beispiel in unseren Nachrichten, wenn da irgendwie, was weiß ich, in Heute-Journal oder so, da sind ja auch manchmal Charts. Und wenn man da mal genau hinguckt, da sieht man, dass da manchmal gar keine Nulllinie ist zum Beispiel. Mhm. Und das ist eine totale Verarschung. Also da gaukelt man eigentlich den Leuten vor, hier sind Daten, das ist alles irgendwie fundiert, hat eine gute Grundlage. Dann guckt man hin und dann... Gute Story. Da gibt es ein ganz gutes Buch aus den, ich weiß nicht, 60ern oder 70ern, How to Lie with Statistics heißt das. Das ist ganz, ganz schön da. Also. Ich kann das auch super. Also so Charts so bauen, wie ich es brauche, das geht schon. Aber ich glaube, gerade das mit den Fahrzeugkosten ist ja auch hierzulande schon immer mehr, also immer weniger, gerade auch von den jetzt volljährig werdenden immer weniger machen den Führerschein, immer weniger sagen, ich will mir ein eigenes Auto leisten, ich nutze dann lieber halt, ob das jetzt Uber ist oder hier Stadtmobil oder sonst irgendwas, weil es sich gar nicht mehr lohnt für mich irgendwie. Fahrzeuge zu kaufen, zu unterhalten und steuern, was da alles reinfließt. Also gerade die Statistik glaube ich sofort, dass die stimmt. Ja, ist ja auch eine gute Entwicklung. Also ganz ehrlich, wenn man sagt, okay, die Leute sollen weniger Autos besitzen, dann ist das ganze Carsharing-Prinzip ja super. Ja. Und auf den anderen Folien, ich habe mir auch angeschaut, dann heißt es ja noch, wie viel Uber-Drivers eigentlich gibt, was die auch verdienen, ja, was für Möglichkeiten die haben, dann nebenbei auch noch Geld zu machen. Ja. Das lässt sich auch drüber streiten, aber an sich ist es eine coole Sache. Und deshalb ist in Deutschland verboten. Also ich finde, wenn da jetzt noch eine Grafik oder eine Information zur demografischen Verteilung der Befragten wäre, wäre es aussagekräftiger. Ja gut, aber das ist ja auch Dallas, Los Angeles. Wenn du es vergleichst, Dallas, Texas, musst du dir vorstellen, sind die Distanzen extrem groß, ja. Da lohnt es sich nicht so. Wenn du in New York wohnst, du musst in der Stadt, dann bist du ja super... Ja, ja, also schon, ich will nicht sagen, dass es keine Aussagekraft hat, ich sage nur, es fehlt noch so ein bisschen. Ja. Das wirst du ein paar Mal denken, wenn du die Folien anguckst. Aber ja, klar. Muss man halt auch irgendwo. Das ist halt, wie gesagt, Amerika, ist plakativ. Die wollen halt bringing a point across. Und das tut sie mit den Daten. Ich glaube schon, dass das irgendwo nachzuhalten ist. Aber sie erklärt auch nicht immer, wo die Daten herkommen. Dazu ist es einfach zu viel und zu schnell. Aber da steht ja schon eine Linie drunter. Also ja, das steht viel. Deswegen glaube ich es ja auch. Genauer anschauen.
Das ist wie ein Blindtext. In den Tagen von Loren Ipsum. Also es gibt ja, die hattest du jetzt nicht in der Präsentation, aber es gibt da auch diese Folie, wo drauf steht, dass zum Beispiel irgendwie fast die Hälfte der Leute beginnt auf Amazon nach Produkten zu suchen und gar nicht woanders. Ja. Und jetzt ist nicht, also viele sagen jetzt, die Strategie von irgendwie Unternehmen sollte sein, einfach die erste Anlaufstelle zu sein. Oder rät man seriöserweise jetzt Leuten eher, hey, sei einfach auf Amazon, weil da suchen die Leute eh. Also das ist ja schon so ein bisschen so eine Dichotomie, so ein bisschen so. Was meinst du dazu? Was? Das war anders. Das war Kieber. Das ist echt eine fallweise Unterscheidung. Stefan, ich habe es vorhin gerade mit Konstantin und Julia davon gehabt. Das muss man sich wirklich im Einzelfall angucken, ob es für das Unternehmen sich lohnt, das auf Amazon einzustellen, und man sagt, okay, das, die Kosten für den ganzen Service außenrum sind immer noch günstiger, als das selber zu machen, oder ist mein Produkt halt so unique, dass sich das lohnt, das selber auf die Beine zu stellen. Aber das ist ja nicht nur bei Handel so, sondern auch bei News-Plattformen und so weiter. Also schaue ich als Nachrichtenverlag, dass die Leute meine App haben und ich die Anlaufstelle Nummer 1 bin, oder schaue ich, dass ich bei Google, Facebook gut bin und darüber meinen Traffic bekomme? Was meinst du, ist da einfach, ja, die haben ja auch eine Scheißfrage. Nee, ist keine Scheißfrage. Das ist keine Scheißfrage. Die Verlage sind in einer Scheißsituation. Ja. Also die sind halt einfach, denen schwimmen alle Fälle weg. Alle wollen die Inhalte haben, aber keiner will irgendwas dafür bezahlen oder irgendwelche Werbung dafür sehen. Das ist einfach, das geht nicht, das ist ein Dilemma. Das wird so nicht funktionieren. Wir können alles als AMP und als Instant Article auf Drittplattformen hauen. Nur dann verdienen sie ja noch weniger Geld an der Werbung, die da halt drumherum erscheint, wenn überhaupt Werbung erscheint. Das können sie gar nicht mehr selber so richtig bestimmen, was da passiert. Das ist halt für die echt ein Desaster. Aber ich glaube auch, dass diese Zeit, wo alles irgendwie frei verfügbar war, die gab es ja mal irgendwie gerade im Zeitschriftenbereich so, die ist jetzt auch ein bisschen vorbei, oder? Also ich merke das jetzt immer stärker. Also an den Abos, die du hast, oder was? Nee, also auch an diesen ganzen Bezahlschranken, die jetzt reingezogen sind. Ja, genau. Und die du alle ignorierst. Noch. Ja, noch. Also das ist das Problem. Das heißt so, boah, ich kann meine Zeit mit so vielen Sachen füllen, da sind Katzen. Nein. Dann bist du weg von dem tollen Artikel. Dann bezahlst du vielleicht einmal, machst halt in Gottes Namen ein Abo und dann wächst du mal mit einer anderen Fake-Adresse noch ein Abo. Das ist leider, da passiert gerade was, das ist echt problematisch für die. Keine Frage. Also es ist ja nicht umsonst so, dass ganz viele SEOs sich auf die Themen reine Amazon-Suchmaschinenoptimierung spezialisieren. Mhm. Also gerade auf allen Konferenzen, auf denen man so unterwegs ist, schon ein eigenes Thema, dass Menschen dann einfach Amazon-SEOs sind und nichts anderes mehr machen. Weil man hat natürlich auch sehr viele Halbgrauzonen-Möglichkeiten hat, da ganz nach oben zu kommen und immer als erstes vorgeschlagen zu werden. Also das ist schon so ein eigenes Thema, wo ganz viele dann auch sagen, okay, da ist noch so viel zu holen, dass man sich darauf auch spezialisieren kann, ja. Aber gerade bei Amazon hast du natürlich dann das Problem, dass wenn dein Artikel läuft gut, dann macht Amazon den selber. Ja, oder du machst sie halt völlig abhängig von den Algorithmen der Plattform. Ja, genau. Wenn die halt eben dann beschließen, wir machen jetzt keine Cookies mehr und dein Geschäftsmodell basiert wie bei Criteo oder so auf Cookie auslesen, hast du Pech gehabt. Ne? Mhm. Und so kann dir das auch bei Amazon natürlich passieren, dass sie eben sagen, genau, wir listen jetzt unseren eigenen Artikel vorne. Und nur noch der wird dann, wenn ich sage, Alexa bestellt irgendwas, dann wird halt nur noch das Produkt bestellt, was eben Amazon vertreiben möchte und nicht dein Produkt. Ja, vor 10 Jahren musste sich noch bewerben, um bei einer Tageszeitung zu erscheinen. Das ist der gleiche Mist gewesen. Es war nur ein anderer Player. Mhm. Ja, es gab Plattform ja, entscheidet. Irgendjemand entscheidet halt, genau. Also wenn du mit den Zeitungen redest, die erzählen dir ja auch von den goldenen Zeiten. Ja, ich weiß noch, als es so schön war, dass das Blatt einfach voll war, wenn wir keine Werbung mehr aufnehmen konnten. Ja, weil das ist halt jemand anders, der das Spiel macht. Also ich glaube, das hat sich inhaltlich gar nicht verändert, die Player sind anders. Leider. Glaubst du, das wird dazu führen, dass die Plattformen immer größer werden und dann irgendwie miteinander fusionieren? Oder wird es da den großen Krieg geben und dann zersplittert sich wieder alles? Ja, also ich fände es interessant, weil jetzt der Browser von Apple, der lässt jetzt demnächst keine Daten mehr zu, dass Facebook und Google irgendwie die Likes nicht mehr auslesen können. Ja. So irgendwie gibt es da so einen Krieg dann zwischen den Plattformen.
Bei Alexa gibt es kein YouTube mehr. Ja. Also Fire TV. Sorry. Ja. Das ist cool. Keine Ahnung, weiß es nicht. Also vielleicht emanzipieren wir uns auch mal. Ich hatte heute Morgen in der Führungsakademie eine relativ intensive Diskussion dazu, wann denn eigentlich die Konsumenten aufwachen und vielleicht mal selber irgendwas verändern und bestimmte Dienste nicht mehr nutzen. Vielleicht gibt es eine Renaissance des Einzelhandels, ich habe keine Ahnung. Es hängt davon ab, was wir jetzt tatsächlich tun. Aber auf der Ebene da oben, das ist halt wirklich wie wenn jetzt hier Kim Jong-il sich mit Trump trifft. Keine Ahnung, was da passiert. Das werden wir nur mitkriegen und müssen uns darauf einstellen. Ja. Mehr Fragen? Mehr Bier? Das wäre die direkte Konsequenz aus nicht mehr Fragen. Ja. Dann, vielen Dank, André. Und jetzt gehen wir zu mehr Bier über.